Guten Tag und herzlich willkommen beim Online-Seminar zum Digital Hub auf der ACHEMA 2021. Mein Name ist Marlene Etschmann und ich werde auch gleich wieder hinter den Kulissen verschwinden. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass wir uns auf Ihre Fragen freuen, die Sie zum Digital Hub auf der ACHEMA haben. Um Fragen zu stellen, benutzen Sie bitte die Fragen-Option in Ihrem Control-Panel. Da sehen Sie ein kleines weißes Dreieck. Sie drücken drauf, dann geht das Fragefenster auf. Und Sie tippen Ihre Frage ein. Während das Webinar läuft, sammle ich Ihre Fragen ein und stelle sie zum Schluss gebündelt an den Herrn Konert. Andreas Konert ist Leiter des Business Developments für die ACHEMA und der Mann, für den Sie eigentlich heute hierher gekommen sind. Und an ihn übergebe ich Ihnen jetzt auch die Bühne. Ja, ganz genau genommen sind Sie für das ACHEMA Digital Hub Webinar hier. Danke Marlene für das Intro und den Einstieg. In der Tat, Fragen sind herzlich willkommen. Die Folien erhalten Sie im Nachgang per E-Mail und eine Aufzeichnung des Online-Seminars werden wir Ihnen ebenfalls direkt im Nachgang per E-Mail zukommen lassen. Sie müssen also nicht mitschreiben, sondern können sich ganz in den nächsten 20, 25 Minuten auf die Inhalte konzentrieren und Ihre Fragen in das Chatfenster stellen. ACHEMA, was ist das? ACHEMA ist die Weltleitmesse und die führende Veranstaltung für die Prozessindustrie. Sie findet alle drei Jahre in Frankfurt statt, das nächste Mal am 14. bis 18. Juni 2021 hier in Frankfurt am Main. Weltleitmesse deswegen, weil wir 150.000 Besucher und Teilnehmer und 3.700 Aussteller für 5 Tage an einem Ort zusammenbringen und das aus 150 Ländern. Wahrhaftig eine weltweit globale Veranstaltung, die unendlich viele Möglichkeiten bietet. Sie bietet vor allem deswegen unendlich viele Möglichkeiten, weil wir auch einen sehr starken Fokus darauf legen, Anwender anzusprechen. Experten, die auf Anwendungsebene, auf dem Shopfloor dafür verantwortlich sind, dass die Technik läuft, dass die richtige Technik eingesetzt wird, dass sie weiterentwickelt wird, dass Ersatzinvestitionen getätigt werden, dass Dienstleistungen drumherum hinzugeschaltet werden, etc. pp. Deswegen 60.000 Ingenieure 5 Tage lang auf der Messe. Wir wissen von diesen 150.000 Besuchern, dass sie im Schnitt 1,9 Tage auf der Messe sind, sich also wirklich sehr viel Zeit nehmen für die für sie sehr spannenden und relevanten Inhalte. 60.000 Ingenieure, 20.000 Techniker und 19.000 Naturwissenschaftler. Roundabout sind die Befragungsergebnisse aus der ACHEMA 2018, die wir mit für 2021 auch wieder erwarten. Insgesamt ein Hotspot für die Chemie- und Pharmaindustrie, aber auch viele verwandte Branchen. Chemie und Pharma sicherlich im Fokus. Man muss sich vorstellen, von den größten Chemieunternehmen, Top 50, sind 43 mit Delegationen vertreten. Und das kleinste Chemieunternehmen auf der Liste ist die Clariant. Darunter, wie Sie wissen, fängt ja noch ein großes Spektrum an größeren Mittelständlern und klassischen KMUs in der Szene statt. Von den größten Pharmaunternehmen weltweit mit mehr als 10 Milliarden Umsatz, 28 an der Zahl, sind 26 mit Delegationen vertreten. Insgesamt also ein Riesenpotenzial, das sich beschaffungsseitig auch äußert und Investitionsbudgets für Aussteller besonders interessant ist. Und noch jede Menge weitere Besucher und Branchenvertreter aus anderen Branchen, sei es Energietechnik, Umweltservice etc. Mit 135.000 Quadratmetern bedecken wir fast das gesamte Frankfurter Messegelände und sind größer als die IAA in ihren besten Zeiten. Das Ganze strukturiert sich in 12 Ausstellungsgruppen, die sich über die ACHEMA verteilen. Angefangen bei Forschung und Innovation, über den Anlagenbau, rein in thermische Verfahren, mechanische Verfahren, Messsteuerregeltechnik, Pumpenkompressoren und Armaturen. Wir sind die weltgrößte Pumpenausstellung als ein Teil der ACHEMA. Das ist der gelbe Bereich in Halle 8 und 9.0, den Sie da sehen. Riesenausstellungen weltweit seinesgleichen suchen im Pharma- und Verpackungstechnikbereich und neuestes Mitglied in dem Reigen der Ausstellungsgruppen und dazu nachher mehr ist der Digital Hub. Insgesamt sprechen wir von einem Cross-Industry Melting Pot, weil in der Tat die Herausforderungen der Zeit nicht mehr nur aus dem einen Silo heraus bearbeitet werden können, sondern sich vernetzen können. Und auch das wirft wiederum spannende Facetten auf das Thema Digitalisierung. Was ist unsere Mission? Warum ist es überhaupt relevant, weltweit 150.000 Menschen aus 150 Ländern an einen Ort zu bringen? Na ganz klar, es geht darum, dass man nur so vorankommen kann. Wir denken und glauben fest daran, dass es wichtig ist, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, dass sie mit den richtigen Technologien zusammenkommen und dass sie ihre Ideen austauschen können, um nachher zielführend zusammenzuarbeiten können, um die Branche einen Schritt weiter auf dem Pfad einer nachhaltigen Entwicklung führen können.
Nachhaltige Entwicklung wäre nicht denkbar ohne Digitalisierung. Das sehen wir auch in den letzten Jahren zunehmend. Digitalere Angebote auf der Achema gesehen haben. Das steigerte sich von Achema zu Achema. Es gab allerdings zwei Probleme, an denen wir mit unserer Digital Hub Vision arbeiten wollten. Das erste war, es gab keinen übergeordneten Ort, an den alles zusammengeführt wurde. Die Showcases waren isoliert in ihren einzelnen, ja, letztlich bei den einzelnen Ausstellern quer über alle Ausstellungsgruppen verteilt, wurden aber nicht zielgerichtet zusammengeführt. Und das lässt jede Menge Potenzial noch ungenutzt aus unserer Sicht. Und das zweite war, ein klassischer IT-Anbieter oder ein Unternehmen mit digitalen Lösungen hat es in der Vergangenheit der Logik der nur 11 Ausstellungsgruppen schwer, sich zu entscheiden, in welche Ausstellungsgruppe er genau geht mit seinen Lösungen, weil die eben nicht darauf ausgerichtet waren, digitale Lösungen aufzunehmen. Deswegen war unsere Vision und ist unsere Vision mit dem Digital Hub erstens, wir laden damit ein, die Digitalwirtschaft, die IT-Firmen, die Infrastrukturanbieter, die Beiträge digitaler Art zur Digitalisierung oder zur Digitalisierung der Prozessindustrie anzubieten haben. Wir machen gleichzeitig ein großes Spotlight auf alle digitalen Showcases quer über die Achema, egal in welcher Halle sie stehen. Und der dritte Punkt, der uns ganz besonders wichtig war, es geht ja nicht nur darum, dass potenzielle Kunden von potenziellen Lieferanten lernen, sondern dass man sich auch austauschen kann untereinander und vernetzen kann, sodass wir also auch einen Schwerpunkt darauf legen, im Digital Hub Lernen und Vernetzung zu ermöglichen in einer Art und Weise, der im klassischen Messebetrieb nicht immer im Vordergrund steht. In Summe also wollen wir ein zentrales Lagerfeuer zum Thema Digitalisierung der Prozessindustrie veranstalten, das einen Mehrwert nicht nur für die Digitalwirtschaft, sondern für die gesamte Ausstellerschaft und alle Besuchergruppen sowie neue Besuchergruppen stiftet. Auf diese Reise haben wir uns nicht allein begeben. Es wäre vermessen gewesen, einfach zu sagen, wir als traditioneller Messeveranstalter mit 100 Jahren Tradition im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Elektronikindustrie. Wir wissen genau, was die Digitalwirtschaft braucht. Wir haben uns dafür Mitstreiter gesucht. Wir haben uns ein Roundtable gesucht an einem Querschnitt der Branche, digitaler Art, aber auch traditionelle Ausstellerschaft, Verbandsvertreter der Ausstellerschaft, Marktbegleiter, Verbände, die uns Feedback gegeben haben, Input gegeben haben, das Konzept gemeinsam mit uns entwickelt haben, das Konzept gemeinsam mit uns unterstützen und vorantreiben. In Summe einen schönen Querschnitt von groß bis klein abbilden. Stichwort Konzept. Das Konzept sehen Sie hier zusammengefasst. Sie sehen natürlich Ausstellungsfläche in diesem klassischen Schema von einem Messegrundriss. Sie sehen die Gänge als weiße Flächen zwischen den Kästchen dargestellt. Sie sehen die Exhibition Spaces mit den klassischen Reihen, wo Ausstellungsfläche und Stände zur Verfügung stehen. Und Sie sehen drei bunte Felder, zu denen ich gleich noch ein bisschen was sagen werde. Das erste bunte Feld ist das Grün in der Mitte, Center Stage und Networking Zone. Ganz klares Thema, ganz wichtig ist, dass wir auf einer zentralen Bühne die großen Technologiethemen, die die Prozessindustrie umtreiben, auf die große Bühne bringen, sie dort diskutieren von den verschiedenen Blickwinkeln, die wir auf der Achema bieten können. IT, OT, also die klassische Operational Technology, aber auch die Anwender sich zusammenbringen. Etwas, was selten passiert in den Formaten, die man am Markt beobachten kann. Das können wir hier auf der Achema, auf der großen Bühne diskutieren und drumherum jede Menge Networking-Möglichkeiten schaffen. Das zweite ist der dunkelblaue Kasten, die Digital Innovation Zone. Das ist ein Gemeinschaftsstand, ein offener Gemeinschaftsstand, wo sich Innovationen digitaler Art, sei es von reiferen Startups, von kleinen mittelständischen Unternehmen aus der Branche, sei es aber auch von Bestandsausstellern, Ausstellern, die heute schon auf der Achema ausstellen, aber vielleicht sagen, mit ihrem Digitalportfolio möchten sie eine zusätzliche zweite Niederlassung auf der Achema aufmachen, um digitaler präsent zu sein. Dort ist das ganz effizient möglich. Wie das geschieht, kann ich Ihnen gleich noch näher erläutern in der übernächsten Folie. Die dritten Merkmale, die Access Points, die Sie an den Ecken sehen im Magenta, das ist das eigentliche Highlight des Digital Hubs. Das zeichnet dieses Konzept aus und geht deutlich über den Rahmen, den normale Messen veranstalten. Denn das sind eigentlich Versammlungspunkte zu verschiedenen Themenwelten. Wir haben uns zwei funktionale Versammlungspunkte überlegt, Engineering Operations und Logistics and Supply Chain, für Menschen, die mit dem jeweiligen Background auf die Achema kommen und sich fragen, was ist denn hier gerade in puncto Digitalisierung, State of the Art, in welche Richtung geht die Reise. Dort finden Sie Antworten. Ich gehe darauf gleich mal näher ein.
genauso wie zu den vertiefenden Themen Cybersecurity, ganz akutes Thema, das häufig vernachlässigt wird in der Praxis, wo es auch ganz konkrete Themen gibt, mit denen man arbeiten kann. Und die hohe Kunst, früher oft verschmäht, Data Integration und Management, wo es darum geht, wirklich übergreifende Use Cases zu ermöglichen, indem neue Lösungen anknüpfungsfähig werden an das Bestehende, an das Alte und nahtlos ineinander übergehen. Das sind die Hot Topics auf der Achemann Digital Hub, die wir ganz besonders hervorheben. Die Art und Weise, wie wir das tun, ist in diesen Access Points gelagert. Stellen Sie sich das Ganze vor wie einen zusätzlichen Stand, der sich hälftig aufteilt in eine Überblicksausstellung, zusammengestellt von Dechema e.V., unserer Muttergesellschaft, und externen Partnern wie beispielsweise den VDMA, dem VDE oder Namur, die herstellerunabhängig die Themen zusammentragen und ein Angebot machen, sich zu informieren darüber, was ist gerade Stand der Diskussion, wo steht die Implementierung, was sind die typischen Herausforderungen, worauf muss man achten, um letztlich ein Informationsangebot zu bieten, aber gleichzeitig auch dort die Möglichkeit, sich auf Expertenebene mit anderen Messebesuchern, aber auch der Expertencrew am Stand auszutauschen. Auf der anderen Seite eine Bühne, wo nochmal zusätzlich zur Center Stage 5 Tage lang Programm gemacht wird, um auf Expertenebene tief einzusteigen in die Lösungsanbieter, in die Best Practice Beispiele, in die Fallstudien zum jeweiligen Thema, wo sich einerseits Experten äußern, aber auch Lösungsanbieter, um dort in den Dialog zu treten und sich zu vernetzen. Gleichzeitig ganz wichtig, 3. Bullet, diese Begriffe dienen gleichermaßen auch als Klammer quer durch die gesamte Achema, indem wir sie als Hashtags nutzen, wie Sie das aus Social Media kennen. Jeder Aussteller auf der gesamten Achema wird kostenfrei in der Lage sein, seinen Teil des Digitalportfolios mit diesen Hashtags in Verbindung zu bringen. Sie sind ein Industrieserviceanbieter und stehen in Halle 9.1, weil der Anlagenbau nun mal dort ist, haben aber digitale Lösungen rund um Predictive Maintenance. Kein Problem, nutzen Sie den Hashtag Engineering Operations und man wird Sie finden, weil entweder an der Infotheke zum Access Point darauf hingewiesen werden kann, weil das Ganze im Messekatalog gedruckt erscheint oder weil es in der App intuitiv für jeden zugänglich ist. Und das Ganze kostenlos ohne zusätzliche Produkteinträge, die Sie natürlich trotzdem weiterhin buchen können. So funktionieren diese Themenwelten, die wir definiert haben, zusätzlich als Querverstrebung durch die gesamte Achema und liefern einen großen Mehrwert und letztlich machen sie auch den Namen aus des Digital Hubs, eine Drehscheibe zu sein. Menschen kommen rein, informieren sich und gehen dann zielgerichtet wieder raus zu den Exponaten, die sie wirklich interessieren. Zentraler Anlaufpunkt Digital Hub. Gleichzeitig wird es guided Tours geben, sofern die Covid-Situation des 2021 erlauben wird. Aus heutiger Sicht sind wir da sehr optimistisch, sodass wir davon ausgehen, dass es themenbezogene Guided Tours durch den Digital Hub gibt, um relativ effizient einen Überblick über Lösungen aus diesen 4 Themenwelten zu bekommen von den Anbietern, die sich im Digital Hub präsentieren. Die Digital Innovation Zone ist, wie gesagt, der Gemeinschaftsstand. Stellen Sie sich einen sehr offenen Grundriss vor mit einem Stelenpaket, das Sie zu einem Full-Service-Preis bestellen können. Das Ganze wird Ihnen Sonntagnachmittag vor der Messe ab Sonntagnachmittag zur Verfügung gestellt, turnkey sozusagen. Sie erhalten eine gebrandete Fläche, da wo Sie das Logo sehen, circa 1 Quadratmeter, einen großen Monitor, 2 Stühle, einen Tisch und den gesamten Service drumherum, also Besucherpauschale, Mediapauschale, Standbewachung, Standreinigung, alles, was Ihnen einen professionellen Messeauftritt ermöglicht, als effizientes Paket gebündelt. Sie müssen sich um nichts anderes kümmern, als eine Grafikdatei rüber zu schicken. Wir glauben, das ist der perfekte Einstieg, gerade für größere Startups, die schon ein bisschen weiter sind, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen aus dem digitalen Ökosystem, aber auch insbesondere das, was wir Spin-off-Exhibitions nennen, Aussteller, die an anderer Stelle ihren Hauptstand haben, die aber sagen, mit dem digitalen Teil meines Portfolios möchte ich mich zusätzlich im Digital Hub präsentieren, ohne dafür großartig in Standbau etc. zu investieren. Dafür ist dieses Paket gedacht. Insgesamt planen wir mit 2200 Quadratmetern in der neu gebauten Halle 12.1. Die bietet den großen Vorteil, dass sie hervorragend gelegen ist, und zwar in diesem Bild unten links. Sie sehen direkt daneben den Eingang Portalhaus, aus dem die Besucher und Teilnehmer, die mit dem Pkw anreisen, bevorzugt einfallen in die Messe.
Sie sehen direkt um die Ecke in Halle 11 im grünen Bereich das Themengebiet Messsteuer und Regeltechnik, wo ein Großteil der Industrie 3.0-Themen, also Automatisierungsthemen, gespielt werden. Und da die großen Hersteller vertreten sind, sodass dort ohnehin schon ein Digitalisierungsschwerpunkt in der Seite besteht. Und in der Verlängerung davon die dunkelblaue Fläche auf 9.1, der Anlagenbau, wo das ganze Thema Engineering zu Hause ist, aber auch schon viele Softwarelösungen heutzutage präsentiert werden, die rund um dieses Thema Digital Engineering sich ranken. Insofern insgesamt die linke Seite des Geländeplans sehr stark unter dem Zeichen Digitalisierung, der Digital Hub deswegen hier in Halle 12.1 eingebettet in die mechanischen Verfahren, hervorragend positioniert. Insgesamt aber auch über Via Mobile, das ist dieses graue Konstrukt, das Sie hier eingezeichnet sehen, und die Shuttlebusse hervorragend angebunden, auch an die rechte Hälfte der Messe. Sodass wir davon ausgehen, dass der Digital Hub intensiv frequentiert wird, weil wir es halt eben auch darauf anlegen, ihn als zentralen Anlaufpunkt zu positionieren. Kommen wir zu der Frage, was jenseits der Digital Innovation Zone an Beteiligungsmöglichkeiten besteht. Wir haben das hier versucht, nochmal tabellarisch zusammenzufassen. Der Digital Hub bietet einerseits sehr viel mehr als eine ganz normale Ausstellungsfläche. Auf der anderen Seite hat er dieselben Preise und Konditionen wie die gesamte Achema insgesamt. Es ist ein Beitrag für die Achema in Summe, deswegen Standardpreisliste, keine Zuschläge für digitale Player. Die Standardpreisliste der Achema startet bei 341 Euro den Quadratmeter für Stände an der Hallenaußenwand. Und je nachdem, ob Sie in den inneren Gängen oder einen Kopf- oder Inselstand haben, mit Zuschlägen versehen von 20% bzw. 40%. Hinzu kommt ein Mediapaket, das sicherstellt, dass Sie in dem Achema-Kontext Katalog und Medien sauber dargestellt sind, und eine Besucherpauschale, die Ihren Gästen kostenlosen Eintritt zur Achema ermöglicht, wenn sie von Ihnen eingeladen werden. Ein Sondertarif für Startups, Unternehmen, die jünger als 6 Jahre sind und nicht Ausgründungen aus Konzernen sind, oder universitäre Einrichtungen zahlen einen Sondertarif von 216 Euro den Quadratmeter, unabhängig von der Positionierung, um dort auch Innovationen oder frühen Unternehmen eine Chance zu bieten, sich im Kontext der Achema zu präsentieren. Wer das alles mal durchspielen möchte, findet unter achema.de/calculator einen Messerechner, wo man verschiedene Szenarien ganz einfach durchspielen kann. Wer es ganz genau wissen möchte oder das Marketing, die Fachabteilung möchte, findet in den Application Documents die ganzen spezifischen Angaben und das Kleingedruckte rund um die Messe. Und Sie können sich natürlich auch jederzeit an uns wenden, wenn Sie Fragen zu Ihrem Auftritt auf der Achema haben. Last but not least, wir glauben, es gibt 5 richtig überzeugende Gründe, warum der Achema Digital Hub für Sie genau das Richtige ist. Zum einen, Digitalisierung findet nicht mehr alleine in der IT-Abteilung statt. Die Fachabteilungen Operations, Engineering, Maintenance treiben den digitalen Wandel voran. Das sind genau die Menschen, die Sie auf der Achema finden, und das sind diejenigen, die Ihnen auch später im Kaufentscheidungsprozess für Ihre Lösung begegnen werden. Das Ganze können Sie präsentieren in einem Kontext, der über 100 Jahre gewachsen ist, der mit all dieser Fläche, all diesen Ausstellern einen Kontext bietet, in dem Ihre Lösungen hervorragend sich präsentieren können und eingebettet sind in einen Rahmen. Stellen Sie sich darauf ein, machen Sie sich gefasst, dass die Anwender Ihnen genau die Fragen stellen, auf die Sie nicht vorbereitet sind, weil Sie es eben ganz, ganz genau wissen. Das ist der besondere Anwenderfokus der Achema, der uns ebenfalls auszeichnet. Was Ihnen allerdings die Chance bietet, dass Sie in diesem Rahmen ganz besondere Beziehungen aufbauen können. Nicht umsonst reden wir von Inspiring Sustainable Connections. Wenn Sie es mit den Experten im Dialog schaffen, einen Draht aufzubauen, zu überzeugen, dann hilft Ihnen das auf der späteren Strecke im Vertrieb, wenn Sie Ihre Lösung in dem Unternehmen platzieren möchten. Deswegen show your best. Viele Aussteller auf der Achema, angefangen bei Labor- und Analysentechnik-Installationen, die einfach nur verblüffen, bis hin zur 60 Meter Pharma-Verpackungsstraße, die live aufgebaut wird in der Halle 3, bieten die Aussteller ein Technikerlebnis, das seinesgleichen sucht. Wir wünschen uns und hoffen, dass dieser Spirit auch im Digital Hub sich verfängt und dort eine Show entsteht, die wirklich begeistert, die Menschen überzeugt, es mal zu versuchen mit digitalen Technologien und sich auf diese Reise gemeinsam mit den Lösungsanbietern, die sich dort präsentieren, zu begeben.
Last but not least, der Digital Hub ist anders als andere Messen, die sehr breit orientiert sind im Industriekontext, fokussiert auf die Prozessindustrie und verschafft ihnen weltweit Zugang zu diesen 150.000 Personen. Über die Hälfte davon geht nur auf die Achim als Messe. Insofern sind sie bei uns genau richtig aufgehoben, wenn sie ihre Digitalisierungsthemen vorantreiben wollen. In diesem Sinne, get ready for the unexpected. Das werde ich auch tun. Ich bin Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Achima. Und scheuen Sie bitte nicht, entweder jetzt im Chat oder im Nachgang über Telefon oder E-Mail Kontakt mit mir aufzunehmen, um Ihre Fragen loszuwerden, um ein für Sie passgenaues Konzept zu entwickeln. Gemeinsam werden wir dort Lösungen finden. In diesem Sinne bin ich durch mit den Folien und schaue jetzt ganz gespannt die Marlene Etschmann an, welche Fragen im Chat eingetrudelt sind. Ja, vielen Dank, Andreas. Unsere Zuhörerschaft fragt besonders danach, was sie denn machen soll. Jetzt mal angenommen, ich bin Aussteller und ich habe ein Produkt im Rahmen der Digitalisierung. Das passt aber nicht so ganz hundertprozentig zu den Hashtags. Bin ich dann trotzdem richtig im Digital Hub? Absolut. Der Digital Hub ist sehr breit aufgestellt thematisch. Die Klammer ist digitale Lösung für die Prozessindustrie. Die Hashtags und die Access Points werfen ein Spotlight auf gewisse Themen, aber wenn Ihr Thema nicht dazu gehört, dann profitieren Sie zwar nicht direkt von den Access Points, die Access Points sorgen aber sicherlich genug für Traffic, um interessante Kontakte zu ermöglichen, auch für Ihre Lösung, die sich in diesem Kontext präsentieren. Überhaupt kein Problem, herzlich willkommen. Und wenn ich jetzt schon einen Stand auf der Achima habe und echt keine Kapazität, mir jetzt noch einen Zweitstand auf dem Digital Hub zu leisten, gibt es noch andere Möglichkeiten, mich zu präsentieren? Ganz klar, häufiges Szenario. Das Wichtigste ist erstmal, dass Sie die Achima zunehmend begreifen als ein Ort, wo Sie Ihre eigenen Mitarbeiter hinschicken können, um etwas zu lernen. Nutzen Sie den Digital Hub und laden Sie Ihre Belegschaft ein, um zum Thema Digitalisierung sich zu informieren, sich auszutauschen, zu vernetzen. Teil 1. Teil 2, um sich selber zu präsentieren, haben Sie die Möglichkeit, Katalogeinträge zu buchen. Auch der Digital Hub wird digitale Lösungen ähnlich dezidiert anbieten, wie wir das für den gesamten Produktkatalog, der die Achima begleitet, anbieten werden. Insofern können Sie dort die Produkteinträge auch für Ihre digitalen Produkte machen, die dann wiederum zu Ihrem Stand in Ihrer Halle, in Ihrer Ausstellungsgruppe führen. Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen wollen, buchen Sie einen zweiten Profileintrag. Sie werden dann zweimal geführt, einmal in der Ausstellungsgruppe, in der Ihr Stand wirklich steht und dann nochmal im Digital Hub mit einer Standnummer zu Ihrem Hauptstand, sodass Sie auch dort ganz besonders assoziiert werden mit dem Digital Hub und den digitalen Themen dort und besonders gut gefunden werden können. Last but not least, Achima-Vorträge auf der Achima kann man nicht kaufen, man kann sie sich verdienen. Sie haben ein überzeugendes Thema, das Sie darstellen wollen, entweder auf der Center Stage oder in den Access Points. Melden Sie sich gerne bei mir, pitchen Sie Ihr Thema und wir werden versuchen, Sie zu berücksichtigen, wenn es unsere Jury überzeugen kann, dass es einen wertbestiftenden Beitrag zur Achima leistet. Und so sind Sie auch dann mit einem Vortragsthema im Digital Hub vertreten, sofern Sie wollen. Und wenn du noch mal ein bisschen genauer auf die Hashtags eingehen könntest, das scheint was mit den Katalogeinträgen zu tun zu haben. Ja, das wird ganz effizient organisiert. Sie melden sich zur Achima an, ganz normal. Und ab frühestens Herbst, wenn Sie sich später anmelden, dann entsprechend später werden Sie aufgefordert, Ihr Portfolio darzustellen, sprich Katalogeinträge auszuwählen, die Ihre Lösung bestmöglich beschreiben. Im Zuge dessen werden Sie einerseits die Zuordnung zu Fokusthemen vornehmen können, aber genauso wie Sie das von den Fokusthemen vielleicht schon gewöhnt sind, werden Sie die Zuordnung zu den Hashtags einfach kostenfrei ankreuzen können. Diese Zuordnung wird sich dann im Messekatalog, in der App, aber auch in der Infothek an den Access Points bemerkbar machen. Wunderbar, vielen Dank, Andreas. Dann sind wir auch genau in unserem 30-Minuten-Rahmen geblieben, den wir uns gesteckt hatten. Ich danke allen Zuhörern und Teilnehmerinnen, dass sie sich Zeit genommen haben für unser Online-Seminar. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns auf dem Digital Hub sehen oder irgendwo anders auf der Achima. Vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie. Einen schönen Tag.